Mit diesen vielseitigen Bildern des Handwerks möchte ich Sie ganz recht herzlich begrüßen. Dieser Film begeisterte schon mehrere tausend Menschen zur großen Meisterfeier und wurde musikalisch vom Heeresmusikchor 300 umrahmt. Genauso vielseitig wie der Film ist auch das Handwerk an sich. Und da möchten wir Ihnen jetzt genau zwei Handwerker aus dem Film einmal im Detail vorstellen. Das charmante Gesicht aus dem Musikfilm der Meisterfeier gehört Stefanie Hindringer, Kfz-Lackierlehrling im dritten Ausbildungsjahr. Im Unternehmen von Edmund Schumacher in Remagen erlernt sie ihr Handwerk und ist momentan eine von 10 jungen Frauen, die in diesem Beruf im nördlichen Rheinland-Pfalz ausgebildet wird. Den Beruf hat sie von der Pike auf gelernt und ist so zu ihrem Ausbildungsplatz gekommen. Ich habe Praktikum gemacht, weil ich so ein kleiner Autofreak bin. Und ich habe halt noch andere Praktikums gemacht und die haben mir total nicht gefallen. Und dann war ich hier 2 Wochen und es hat mir so gut gefallen, dass ich dann auch unbedingt die Lehre haben wollte und sie dann auch bekommen habe. Ja, also wenn ich die Prüfung gut bestehe, dann möchte ich ja direkt mit meinem Meister anfangen. Oder nicht direkt vielleicht ein bisschen danach und hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle. Klare Aussagen zu den künftigen Perspektiven in einem Handwerk, das sich gerade in der Werkstatt von Edmund Schumacher sehr vielseitig darstellt. Hier geht es um die Restaurierung von 50 Jahre alten Oldtimern, wie auch um die Reparatur von ganz aktuellen Rennfahrzeugen, die auf der Nordschleife des Nürburgrings vom rechten Kurs abgekommen sind. Vom Lackierer zur Farbe und von der Farbe zum Friseur. Hier in den Lehrwerkstätten der Handwerkskammer in Koblenz lernen die zukünftigen Friseurinnen und Friseure ihr Handwerk. Und einer, der sein Handwerk schon richtig beherrscht, dem haben wir mal über die Schulter geschaut. Das Friseurhandwerk. Es zählt zu den Top-Handwerken mit Blick auf die Eintragung in die Handwerksrolle wie auch die Ausbildung Jugendlicher. Ein Beruf, der zu den Haupthandwerken zählt, also ein Meisterbrief bei der Führung von Unternehmen voraussetzt. 750 Lehrlinge werden momentan in den 1641 bei der HWK Koblenz eingetragenen Betrieben ausgebildet. Ein Beruf, der nicht nur ein Händchen im Umgang mit Schere und Kunden voraussetzt, sondern auch ein Lebensgefühl wiedergibt. Hier geht es um Kreativität, um Lifestyle pur. Und ich jetzt unterscheide von anderen Friseuren, sind die 7 eigene Schneidetechniken, die wir besitzen, und unsere Farbtechniken, die wir haben. Zusätzlich würde ich noch sagen, eigentlich die laute Musik, die im Laden ist. Das heißt also, die Mitarbeiter, die sind sehr motiviert, weil Musik motiviert halt. Und das spricht auch sehr, sehr viele Kunden an, auch bei uns reinzukommen, weil es halt etwas lauter ist, etwas lockerer. Die Atmosphäre ist richtig lockerer durch die Musik. Also bei uns, Unisex Koblenz, arbeiten wir 8 Mitarbeiter, sind ganz jung, fängt eigentlich bei 18 an und hört, glaube ich, ich bin der Älteste, und zwar bei 25. Auf den Weg zum Meisterbrief können sich Friseure wieder ab dem 1. September machen. Dann startet bei der Meisterakademie der Handwerkskammer Koblenz der nächste Vorbereitungskurs in Teilzeit. In der heutigen Sendung drehte sich alles um starke Töne. Ob beim Heeresmusikchor, den Lackierern oder eben hier bei den Friseuren. Aber auch nächstes Mal wird es um Töne gehen. Denn dann besuchen wir für Sie die Hörgeräte Akustiker. So viel vom Handwerk. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.